In einem vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderten Forschungsprojekt wurden am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim Recherchen zu jüdischen Opfern der NS-Euthanasie durchgeführt. Dafür wurden PatientInnenakten aus psychiatrischen Einrichtungen gesichtet. Sie umfassen neben der Krankengeschichte auch persönliche Dokumente, zum Beispiel Briefe oder Zeichnungen. Es stellt sich die Frage, wer die Menschen hinter diesen Dokumenten waren. Um sie beantworten zu können, werden die Akten analysiert und Lebensgeschichten rekonstruiert. Jüdische PsychiatriepatientInnen waren einerseits von Maßnahmen betroffen, die sich gegen sie als Juden und Jüdinnen gerichtet haben. So hat man sie zum Beispiel in der Männerabteilung der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof getrennt von nichtjüdischen Patienten untergebracht. Sie waren aber auch von Maßnahmen betroffen, die sich jetzt gezielt gegen Menschen mit Behinderungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen gerichtet haben. So sind jüdische PatientInnen dann auch Opfer von Zwangssterilisationen und von Tötungsaktionen wie der Aktion T4 geworden. Im Juni 1940 begutachtete eine Ärztekommission unter der Leitung von Werner Heide tausende Krankengeschichten in österreichischen Psychiatrien. Dabei wurden sogenannte Meldebögen ausgefüllt, die die Grundlage für die Selektion darstellten. Bei jüdischen PatientInnen spielte neben Kriterien wie der Arbeitsfähigkeit oder der Diagnose auch die vermeintliche Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse eine entscheidende Rolle. Ab Juli 1940 sind große Transporte jüdischer PatientInnen in Hartheim angekommen. Unter ihnen war auch Clara Barak. Clara Barak war mehrere Male in der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof untergebracht, so auch ab Jänner 1938, und im Februar 1939 hat man sie entlassen. Sie hat dann etwa 3 Monate im 20. Wiener Gemeindebezirk gelebt, bis man sie im Mai 1939 wieder in der Einrichtung am Steinhof aufgenommen hat. Und das war dann auch ihr letzter Aufenthalt. Aus einem Gerichtsbeschluss geht hervor, dass man Clara Barak eine in Schüben verlaufende Schizophrenie diagnostiziert hatte. Deshalb beschloss das Gericht, dass die Unterbringung in einer geschlossenen Heilanstalt, in diesem Fall am Steinhof, zulässig wäre. Dort wurde Clara Barak regelmäßig von ihrer Mutter Ida besucht. Im Juli 1940 schrieb Ida Barak einen Brief an die Anstaltsleitung, in dem sie um Claras Entlassung bat. Wie Sie wissen, hob's immer mein Kind zu Hause gehabt. Nur wegen der Wohnungswechsel wurde das verhindert. Jetzt hob ich eine sichere Wohnung, dass ich sie zu Hause halten kann. Clara Barak wurde nicht zu ihrer Mutter entlassen. Am 8. August 1940 kam sie mit mindestens 94 weiteren jüdischen Patientinnen vom Steinhof in Hartheim an. Hier wurde sie in der Gaskammer ermordet. Die Angehörigen sollten getäuscht werden. Deshalb erhielten sie Dokumente mit falschen Angaben zur Todesursache, zum Todesort und zum Todeszeitpunkt. So heißt es in Clara Baraks Sterbeurkunde, sie wäre in der Irrenanstalt Kelm in Polen verstorben. Dies war gängige Praxis bei jüdischen PatientInnen. Als Todesursache wurde Hirnschwellung angegeben. Clara Baraks Mutter Ida lebte bis 1942 in Wien. Im Juni diesen Jahres wurde sie nach Mali-Trostinetz deportiert, wo sie ermordet wurde. Auch jüdische PatientInnen, die die NS-Euthanasie überlebt hatten, wurden in den meisten Fällen deportiert und zu Opfern der Shoah. Vereinzelt konnten jüdische PatientInnen das Kriegsende überleben. Überleben war in wenigen Fällen möglich, das haben uns die bisherigen Recherchen gezeigt. Und wie das möglich war, das ist eine ganz essentielle Frage für weitere Forschungen. Und das muss man sich dann auch im Einzelfall anschauen.